Okay, das sieht hier alles ganz gut aus. Ja. Wenn ich jetzt mal hier reingucke. Ja. Ja. Wir haben Kristalle. Aber wir haben nichts mehr zu essen, ne? Wir müssten mal was zu essen machen. Oh Gott, auch noch. Mann. Ja, Mann. Das ist es. So, und jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Also ich ganz ehrlich. Was denn? Ich würde heute nochmal nach den ganzen Pigmenten, nach dem Schwefel und so weiter gehen wollen. So als Idee. Mit der Leiter auch noch die ganzen Dinger holen. Die Baum hier, Pythahaya-Bäume. Pythahaya-Bäume, genau. Vielleicht nochmal hier und da das andere looten. Ist nur so ein Vorschlag. Aloe haben wir schon da drin, guck. Die Zwiebel gehört hier aber nicht hin. Nee, die war alle. Eieiei. Ist nur ein Gedanke. Kristall noch irgendwo hinstellen erstmal. So. Da ist aber die Kaffeepflanze. Nee, doch nicht. Oh, die sieht man ja fast gar nicht mehr. Wo sind die? Sind die weg? Du hattest da eben Sprechblasen. Ja. Oh, die erkennt man ja fast gar nicht mehr. Die sind so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Alter Vater. Ah, hier ist sie auch. Ja, also genau vom Kristall nach unten. Und du wolltest bei den Hühnern noch gießen, wolltest du auch noch? Ja, auf dem Sandboden. Ist gerade voll, das können wir mal machen. Jetzt waschen wir die Hühner. Ja. Ach, Huhn, Mensch. Huhn, ganz ehrlich. Jawohl. Siehst du, reicht doch schon. Na, vielleicht ein auch noch da, genau. So, dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Genau. Super. So, dann gehen wir gleich mal runter, machen die wieder voll. Wenn du mich nicht hättest. Da hätte ich jemanden anders. Aber der wäre nicht so gut wie ich. Das mag sein. Wäre besser, ne? Das ist schon klar. Ich weiß schon, wo ich stehe. So. Achso, die Zwiebeln wegbringen, bevor wir damit noch ewig durch die Gegend laufen. Ja, genau. Und wenn du schon neben dem Herd stehst, guck mal, wie der Meteorbeerenkuchen. Ja, der Hanf fehlt doch. Ach, nur der Hanf. Nur der Hanf fehlt. Nur Hanf fehlt. Alles andere haben wir. Nur Hanf. Uff. Heute ist Freitag. Ja. Sommertag 0. Okay, wir haben Sommer. Manu, komm mal wieder her. Also Pythahaya brauchen wir nicht mehr ernten. Wäre ich mir nicht so sicher. Meinst du, die sind noch dran? Mhm. Guck mal hier, die Pflänzchen sind auch da. Die vermehren sich übrigens nicht mehr so doll. Ach, siehst du, warte mal, bevor wir weiterreiten. Guck mal, ist nicht so doll zu hören, ne? Sieht gut aus. Besuch alles, ja, haben alles genug. Oh, er rennt wieder da drinnen rum. Ja, lass ihn mal. Er findet den Weg schon wieder raus. Guck mal, mit Manu ist das nicht zu hören, ne? Nee, Gott sei Dank. Manu weiß wenigstens, wie man auf so spitzen Sohlen geht. Waldheim, ne? Ja, würde ich sagen. Bei Nihal, ne? Bei Tiberius, glaube ich, oder? Oder bei, wie heißt die Kräutertante? Eugenia. Eugenia, genau. Meinst du, da gibt's die Tampf? Weil bei Dings hatten wir geguckt, der hatte das nicht, ne?
Bei. Dann sag schnell. Er ist nicht da. Ja, weißt du, was mich nervt? Auch wenn er nicht da ist, dass man mal das Angebot durchgucken könnte, weißt du so? So eine Verkaufsliste, meinst du? Ja. Verkauft Eugenia überhaupt? Mhm. Deswegen, Eugenia verkauft doch gar nicht, ne? Warte mal, wen haben wir denn hier noch? Mona? Ich glaube nicht, dass Mona das hat, aber gucken könnte man. Marco und Mona haben dasselbe. Ja, also ja. Ist es egal, ob wir bei der oder bei der gucken. Bei der oder bei dem. Markus ist ein Mann. Naja. 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 So, hier sind auch Saaten. Naja. Mein Glöckchen. Lupine. Pilz, Gurken. Gurken konnten wir nicht, weil wir keine Schwarzerde. Und die waren auf Rot- oder Schwarzerde, genau. Wir könnten natürlich die. Wollte gerade sagen, den Erdzauber nehmen, ja, ja, genau. Aber wer weiß, ob wir den nochmal für einen Zauber brauchen, so wie jetzt die anderen. Ja, deswegen habe ich auch Kürbispflanze, Urkorn, Sojapflanze, Karotte, Steckzwiebel und Kaffeestau. Hier ist auch kein Hanf. Feuertiegel. Benötigt eine Feuerkugel und Kupfererz. Dann hätten wir Licht auf dem Hof. Plan, große Kerze. Ja, ja. Leerer Tierkäfig. Puh, nicht so toll. Zimmerlampe. Öllampe. Einfache Beleuchtung. Also die kannst du hier sogar direkt kaufen, die Lampen. Oh, Zimmerlampe 3. Oh. Böden. Das ist Boden. Also hier könnte man dann Wege praktisch. Komm, Kerzenhalter. Oh, guck mal hier, ne? Nein! Nein! Jetzt würde jemand ja schreien, hundertprozentig. Helle Dielenbretter, das doch ist für inne. Nein! Weigerung auf ganzer Ebene. Und oh, die Kerzenständer sind ja mal geil aus, oder? Ein Einfacher, ein Dreier und ein Fünfer. Die sehen gut aus. Gefällt mir. Tellerstapel, Teller, Tasse. Guck, dann gibt's das passende Sofa. Boah, ich würde. Also dann ist es wirklich vorbei, ne? Ist wow, wirklich... guck mal, es gibt sogar den passenden Teppich. Mhm. Also dann ist wirklich vorbei. Quietschentchen, das war ja weg. Nein, unser Quietschentchen ist da. Ist noch da, ja? Ja. Oh, das den Zettel mit der Feder, ne? Das sieht ja auch geil aus. Das hier. Notizblock. Ja, Notizblock, oh, war ja. Eisenbahn. Der Segen der Natur. Das war's, mehr ist nicht. Die Gardinen sind ja auch. Wunderschön, ne? Aber sind da keine. Oder sind das. Ja, das sind, nee, Gardinen das sind das wohl nicht. Vorhänge, doch. Blau und ein Pink. Ja. Also. Gut, also hier ist es nicht. Nee, also müssen wir doch. Ich werde nochmal runter zu ihm, aber er hatte das nicht. Ich hatte es zumindest nicht gesehen. Helmut wird sowas auch nicht haben, ne? Der hat nur. Nee, Verkäufer sind ja Nial. Nial hatte aber gar keine Pflanzen. So, dann sind die hier unten. Die haben normalerweise die ganze Saat. Ja. Mit dem meine ich doch. War das nicht Helmut? Ich verwechsel die immer. Nee, das ist Arni hier. na, wie heißt Arnie? Der? Arnold. Keiner da. Guck mal aufs Schild, bevor du da noch lange... Ja, Gibt's nicht Schild. Oh Gott! Die haben Mittagspause. Na, oh, guck mal da, er hat geschrieben, hallo Prinzessin. Oh, lass ihn, nimm ihn mal. Also frag ihn mal. Nimm ihn mal. Sei gegrüßt, Jasmin. Till, unser Schreiner, hat immer zu viel zu tun. Ich habe schon überlegt, eine eigene Werkstatt aufzubauen. Oh. Nicht später, Alfred. Das ist er. Das ist er hier. Ja. Der Verkäufer. Ihm müssen wir hinterher. Alfredo.
Genau, so war das. Nicht Arnold, sondern Alfredo. Arnold. Alfredo. Alfredo, du kannst auch früher aufmachen. Ich habe nichts dagegen. Was sind das öfter? Guck mal, da ist Urkorn auf dem Tisch. Aber da ist kein Hanfblatt bei. Urkorn, Kürbis, Pilz und diese Blume. Ja. Ich gehe mal schnell hier Hallo sagen. Hier war doch noch jemand. Gucken. Hallo Prinzessin, sagt er da. Bleibt weg. Ist keiner mehr. Doch, da doch am sie Tisch. Doch. Luke. Hi Jasmin. Ach nicht, Luke. Später. Colin. Colin. Und Niki. Vielleicht kannst du das hier gebrauchen. Ciao, Niki. Irgendwas Wertvolles. Oh, eine Blüte. Eine Blüte. Oh, schön. Die ist nicht ganz ohne, ne? So, ran an Tresen. Los, komm. Komm. Kintit. Ach, ich werde hier schon. Kannst du das da oben nicht klauen, was da oben drauf ist? Schön wär. So, jetzt komm. Ab an Tresen. Na, geht doch. Ohne Späßen nichts gewesen. Ab an Tresen. Ja, hier ist so eine andere Saat noch. Ja, die meinte ich ja. Da haben wir es. Okay. Okay. Gras, Wiese, Blumenwiese, Schattengras, Steppengras, Tomate. Tulpe, Sonne, Erdbeer, Mais, Reis, Gurke, Kartoffel, Aubergine, Aloe Vera, Sporen, Steinpilz, Butterpilz, Pfifferling, Sojapflanze, Urkorn, Kürbis, Fenchel, Rose, Ginseng, oh, davon brauche ich viel. Kaffee, Steckzwiebel, Karotte, Blaubeer. Ach, das sind jetzt schon Bäume hier. Ja. Der Haie, Orange. Adamia, Granat, Pfirsich. Es ist kein Hanf, also. Grünes Gras. Und in der Oase hatten wir auch geguckt, der hatte das auch nicht. Der Zauberer hat es auch nicht. Das sind jetzt wieder die ganz normalen, die nur eben als Pflanze. Damit das schneller wächst. Fenchel, junger Sternfruchtbaum, Zitronentraum. Jetzt gucke ich mal hier, was haben wir hier? Erntewerkzeuge, Käfigplan. Er hat gesagt, die Käfige machen lohnt sich nicht. Zimmerpflanze, anspruchsvolle Zimmerpflanze? Mhm. Warte. Daneben? Ich sag daneben und er geht da runter. Alles hier. Das sind alles anspruchsvolle. Anspruchslose. Das heißt, kannst einfach setzen, brauchst nichts weiter machen. Aber immer Hanf, noch kein Hanf. Was ist das Problem? Hanf. Wir sollen Hanf nehmen, aber hier ist nichts. Hier kriegen wir keinen Hanf. Ja, da bleibt nur noch Nial. Der hat keine. Der hat keine Pflanzen. Oder Eugenia, dann müssen wir doch zu Eugenia mal gucken. Warte mal, das sind ja eigentlich, was haben die hier drüben? Die haben gar nichts, ne? Hallo. Oh Jasmin, schau mal, das habe ich für dich gesammelt. Mach's gut, Laura. Vielleicht mal Danke sagen wäre gut. Hi Jasmin, wie findest du das? Kannst du behalten? Bis bald, Luke. Das war ein Stück Stein, glaube ich. Ein Sandstein oder so. Ein Stück Stein. Ein Sandstein oder sowas. Glaube ich, war das. Wo sind sie denn jetzt hier? Warte mal. Nee, da oben. Michelle und Gilbert? Ja, das sind ja die Bauern. Die anderen sind ja die Tieren. Michelle und Gilbert? Nein, oder? Waren das nicht die Bauern? Die haben doch die Felder. Michelle ist hier irgendwo auf dem Acker, glaube ich. Die hatte ich doch gerade gesehen. Wo ist sie denn jetzt?
Weiß sie doch. Quatsch die jetzt einfach mal an. Ja. Hallo Jasmin, ein Geschenk für dich. Dankeschön. Hm. Aber wo sollen wir denn Hanf herkriegen? Hm. Mal Tür auf. Hier ist keiner, ne? Mm-mm. Nee. Nix. Kriegen wir Hanf? Geh ich doch mal zu Eugenia. So. Gucken wir mal, wo Eugenia steckt. Über die Brücke und irgendwo. Da, Freund der Frau Eugenia. Da kannst du auch bei Emma. Ja, ja. Da bei der Brücke. Rechts vom Haus von Michel und Gilbert und dann über die Brücke. Hinter komme ich doch gleich garantiert wieder nicht lang. Auf Sicht müssen wir uns mal die Lama-Pfeife zulegen. Oh, hey. Hallo Jasmin, ich habe da etwas für dich. Dankeschön, Gilbert. Sehr nett von ihm. Auf ihrem Feld. Jetzt richtig? Ja. Da oben ist sie. Hallo, das habe ich extra für dich gezüchtet. Oh Gott, was? Sag, Hanfblätter. Nein, Waldkräuter. Oh. Tomatenpflanzen haben wir bekommen. Aha, sehr schön. Von, sag schnell, Michelle. Ja, gut, sie ist nicht da und hier ist auch kein Verkaufsstand. Ich glaube nicht, dass sie das verkauft. Aber wo kriegen wir denn jetzt Hanf her? Das ist doch echt komisch. Also können wir den Bärenkuchen nicht machen, weil wir keinen Hanf haben. Jasmin, schön dich zu sehen. Ba. Das ist Tim. Den hatten wir schon. Das hier ist für dich. Ach ja, die hatten wir noch nicht. Ja, danke schön. Das ist und Jacques. Ja, das ist auch was für dich, siehst du. Bis bald. Oh mein Gott. Zu ihr. Hallo Jasmin, ein kleiner Snack von mir. Bald, Chloe, was haben wir bekommen? Ah, Käsesuppe. Oder Kürbissuppe? Ich glaube Kürbissuppe, ne? So. Hier ist jetzt niemand mehr, die ist nur Frühling und Herbst, glaube ich, da. Okay. Kailan! Nee, Jan, hallo Jasmin, das ist für dich. Mach's gut, Jan. Ich hab bald die Taschen komplett voll. Guten Tag, Jasmin, ich hab da etwas für dich. Ja, du hast schon lange nicht mehr mit denen gequatscht, ne? Bis bald, Hagen. Hab da was für dich, aber es macht nicht klack. Oh, was? Notenständer. Oh, wie cool. Ich hab von ihm gerade gar nichts bekommen, hat gar nicht klack gesagt. Hat nicht klack gesagt. Guten Tag, Jasmin, wie war dein Tag? Vielleicht hat sich's auch gesteckt. Das ist möglich. Tiffany. So. Guck mal, Milchkaffee. Ja, nehme ich jetzt. Pflaumenkuchen. Exotischer Fruchtcocktail. Mhm. Warte mal, guck mal, den können wir ja machen. Was bringen die? Guck mal, Schöpferkraft, maximale Schöpferkraft plus 20 und Attacke. Der wäre natürlich gut, ne? Exotische Fruchtcocktail. Ja. Maracuja-Frucht, Mangofrucht, Orange und Kuhmilch. Da hängt das schon wieder alles. Wie bitte? Da hängt das schon wieder alles. Müssen wir wieder alles zusammensuchen. Energieriegel, glaube ich, das Rezept haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Ich glaube, ja. Nee, wir haben diesen hier. Wir haben den Kornriegel mit Blaubeeren, den haben wir auf jeden Fall. Nussbrot, Korn, Ehren, Maracuja, Nuss und Hanfblätter. Hier sind schon wieder Hanfblätter, aber wo kriegen wir den Hanf her?
Hühnerei, Waldkräuter, Flachs, Kornähren. Geh zu Nihal, wir müssen da nochmal gucken. Und nicht bei den Zauber gucken, sondern echt mal ein bisschen scrollen. Aber waren wir bei Tiberius? Ja. Nee, Tiberius ist nicht da gewesen. Ja, aber da müsste er jetzt da sein, ne? Muss ich mich nochmal beeilen. Ja. Weil er ist der Einzige, der es jetzt noch haben könnte. Wo ist er denn jetzt hier? Der ist ganz unten. Der ist unten. Wird knapp. Ja, reicht. Gut. Okay. Er hat die ganzen Wald. Waldkerze, Waldranke, Lavapflanze. Die Waldkerze wäre ja auch gut. Aus dem einfachen Grunde, wenn wir die anpflanzen unter unseren Bäumen. Dann haben wir mehr davon, ja. Ja, wir haben Tränke, deswegen. Ich nehme mal 5 Stück mit. Ich kann auch 10 mitnehmen, aber so viele Bäume haben wir nicht. Ich nehme aber mal welche mit. Meteorbeerenpflanze ist hier. Schwefel. Was ist hier? Seerose. Die kann man auch anpflanzen. Braune Flechte, gelbe Flechte, lila Flechte. Die haben wir noch gar nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Lila Flechte. Moos. Steinbrech. Waldkräuter. Mal ein bisschen weiter. Pilz. Feuerkoralle. Ja. Sie ja. Weiße Koralle. Maiglöckchen, Sumpfgras, Segel. Liegezahnpalme. Purpurpilz. Oh, Spurpilz. Ah, ja. Staude. Handpflanze da! Oha. Wächst im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Blüte im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wächst auf Roterde, Schwarzerde. Ei, der Daus. Mhm. Temperatur 70 bis 100. Nee, Licht 70 bis 100. Temperatur 8 bis 28. Mhm. Oh, das ist kalt. Oder? 8 bis 28. 8 Grad bis 28 Grad. Ach so, also, ja. Also das ist ein großer Bereich auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt welche mitgenommen. Wir haben nur 3. Ich nehme noch welche mit. Ich nehme mehr mit, ist egal. So, auf jeden Fall gibt es die schon mal bei ihm, das ist schon mal gut. Lupinie, Hanfpflanze, das ist schon mal. Was ist das? Das ist die Saat. Orchidee. Oh, die 1400, das sieht ja auch crazy aus. Was ist das ganz unten links? Lavapflanze. Ah, die sieht die crazy aus. Die können wir tatsächlich pflanzen, wenn wir da irgendwie das Ding kaputt machen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Aber schaffen wir das alles noch? Nee, wir schaffen es nicht mehr. Nee, wir machen jetzt das, was wir noch können. Ja, wir können gar nichts mehr. Das ist ja nicht so. Das ist nicht befriedigend, ich weiß. Wir können gar nichts mehr, dann gehen wir jetzt rein. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja, lieber Philipp, da wirst du dir für nächstes Mal aufschreiben müssen, Hanfpflanzen einpflanzen. Den goldenen Golem mit Schwert besiegen. Ja. Also Nahkampf. Und die, ja, dann müssen wir, gucken wir weiter, dann müssen wir Liam retten. Genau, Liam retten. Ja. Ja, das in 14 Tagen wieder, lieber Philipp. Dankeschön für die Herzinfarkte, die ich heute Morgen schon erleiden musste wegen dir. Denn es war so manches Mal schon ganz schön knapp in den vergangenen Folgen. Ja, es war kein Mond mehr zu sehen, ne? Also. Nee, das war schon ganz schön knapp. Weil in den vergangenen Folgen, wer das gesehen hat, lasst ruhig mal ein Däumchen unter den Folgen. Philipp und ich, wir freuen uns darüber sehr. Und wir lesen, wie gesagt, auch alle Kommentare. Auch wenn wir manchmal nicht ganz so schlau daraus werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.
In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.